Ach nee, er fällt da rein. Auch nicht. Hm, verdammt. Mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Das mutierte Tonifine. Hm, verdammt. Mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Alles klar? Also, wir müssen... Ja, das ist lustig. Aber noch nicht lustig genug. Hier ist mein feines Gespür für intelligente Unterhaltung gefragt. Ist klar, der musste natürlich durch den brennenden Reifen mit den Bananen. Das wäre zwar sehr lustig, aber solange noch Hoffnung besteht, dass mir etwas Lustigeres einfällt, betrachten wir das mal als Plan A,5. A,5, okay. So, wir hätten einen Schlauch. Ich hoffe, das wird nicht wieder so ein Schlauchlevel wie in Teil 1. Können wir den Schlauch an den Reifen befestigen? Es sieht vielleicht so aus, als stünde ich auf dem Schlauch. In Wirklichkeit aber hat sich dieser miese Schlauch nur unter meine Fußsohlen geschlängelt, um mich schlecht dastehen zu lassen. Sehr schön. So. Ach wie, das hat er noch nicht gelöst? Okay. Ach Mensch, jetzt spoilere ich den Mann hier. Es sieht vielleicht so aus, in Wirklichkeit... Wir gucken mal nach dem Schlauch ja, da. Das ist lustig, aber noch nicht lustig genug. Hier ist mein... Ist klar. Lass uns doch mal versuchen, noch mal eben mit den Bananen. Ja, das ist lustig. Kann ich jetzt zwischendurch agieren oder nicht? Aufmuntern. Das war, da war ich schon wieder. Hm, verdammt. Mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Okay, dann machen wir erstmal. Was gibt's denn hier noch so zu tun? Wir müssten Torpedoausrüstung besorgen. Tauchboot, Jagd vorbereiten. Was gibt's denn hier? Zurück zum Gadget Shop. Ja gut, das können wir mal machen. Das dachte ich mir auch schon. Dann machen wir das. Den können wir nicht ansprechen. Durchreiche, Delfine. Wir könnten noch mal mit ihr sprechen. Vielleicht direkt. Um mir schnell Ohren und Augen zu halten. Na, genau. Sieh mal an, wer mir da hinterhergelaufen kommt. Ich geh erstmal raus. Meiner magnetischen Anziehungskraft konntest du eben noch nie widerstehen. Mach es bitte kurz, ja? Ich habe hier eine Aufgabe, die meine volle Konzentration erfordert. Delfine hüten. Einen Brechreiz unterdrücken. Was machst du hier überhaupt? Ich könnte dich ja wohl dasselbe fragen. Wolltest du nicht mit dieser Gabi nach Elysium reisen? Sie heißt Goal. Und wo ist Goal? Ist sie bereits einem deiner brillanten Manöver zum Opfer gefallen? Hast du sie aus Versehen aus einem brennenden Heißluftballon geworfen? Weit gefehlt. Es war ein Notboot. Oder sie sogar in Einzelteile zersägt? Nicht im wörtlichen Sinne. Goal wartet draußen. Und sie ist wohl auf. Zumindest zu zwei Dritteln. Sie kann einem nur leid tun. Naja, komm. Wie bist du hier gelandet? Du wusstest ohne mich wohl nichts mehr mit dir anzufangen, was? Tja, ich wachte eines Morgens auf und stellte verwundert fest, dass es in der ganzen Wohnung keinen einzigen Brand zu löschen gab. Langweilig, oder? Ich musste oder? Kein Dach neu decken, keine Zahnpasta aus den Heizungsrohren polen, keine verwundeten Nachbarn verarzten. Es bestand nicht einmal die Notwendigkeit, einen Gnu aus der Küche zu verscheuchen. Ist doch aber und da Leben. Packte dich die Sehnsucht nach mir. Und da erinnerte ich mich daran, dass ich seit Jahren keinen Urlaub mehr gemacht habe. In Busa Westwalk hörte ich dann Gerüchte von einer Rebellion gegen den Organon. Das hat scheinbar mein altes Rettersyndrom getriggert. Du und ein Rettersyndrom? Wenn überhaupt, dann hast du ein Prinzessinnen-Entführen und mit Feuerbällen auf Retter werfen-Syndrom. Nenn es wie du willst. Ich dachte nur, dass meine Erfahrung im Bergen von Explosionsopfern nützlich werden könnte. Tja, du hast mir so einige Fähigkeiten zu verdanken. Kann ich nicht mal bestreiten. Schön, dass du da bist. Verpiss dich. Ist ja sehr freundlich. Vielen Dank an einen Zuschauer für eine Spende über 10 Euro. Bisschen Geld für Katzenfutter. Viva la Revolution. Katzenfutter. Schön. Vielen lieben Dank. Ich weiß ja ziemlich wahrscheinlich, wer dahinter steckt. Was? Hat Will gesunken? Was? Gesungen, meinst du? Ja. Kurz.
Ob du es glaubst oder nicht, ich bin der Anführer. Oh, Himmel, das ist genau wie in meinem Albtraum. Also träumst du immer noch von mir? Ich war sogar in Therapie deswegen. Ja. So gerne ich über deine mich-bezüglichen Fantasien sprechen würde, dein Traummann hat eine wichtige Mission. Sehr schön, touché, ich würde sagen. Du wirst nicht glauben, was mir alles passiert gewonnen. Ist. Lass mich raten, du warst schon fast in Elysium und dann ist dir wieder einmal deine Gutmütigkeit dazwischen gekommen. Woher weißt du das? Weil das Gespräch jedes Mal so abläuft. Als nächstes sage ich dann, das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Und du sagst... Aber diesmal war es wirklich so. Exakt. Und auch wenn du gleich das Gegenteil behaupten wirst, du wirst dich nie ändern. Aber ich hab mich geändert. Verdammt. Das Delfinbecken müsste mal wieder geputzt werden, Rekrut. Bitte was? Ich hoffe doch, ich habe mich verhört. Aber Toni, ich bin immerhin der Anführer. Ich muss darauf achten, dass hier alles seinen geordneten Gang geht. Und ich kann dich unmöglich bevorzugen, nur weil wir mal zusammen waren. Das ist doch... Gibt es Probleme, Rufus? Ich glaube, du hast deine Mannschaft nicht im Griff, Janosch. Nummer 26 hier wollte mir doch tatsächlich gerade widersprechen. Tatsächlich? Ich darf doch wirklich sehr bitten, Nummer 26. Wenn der Chef etwas anordnet, dann hast du Wolgeschuleichen. Nein, aber, Rekrut. Ei, Chef. Oh Mann. Ich habe mich geirrt. Das hier ist deutlich schlimmer als mein Albtraum. Ja. Sehr schön. Zum Meeting trinke ich meinen Kaffee übrigens schwarz, Rekrut. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Janosch! Rekrut? Bei euch piept's wohl. Ich bin doch nicht euer... Rekrut! Und nichts verschütten, Rekrut. Du schaufelst dir dein eigenes Grab. Ja? Egal. Das ist es wert. Wie? Was hat Ayuda denn jetzt Böses geschrieben, dass sie ein Timeout kriegt? Stand da wirklich ein Spoiler drin? Oder ich muss ganz ehrlich mal sagen, ich klicke das jetzt an. Oder? Ja, eben, unverfänglich. Ich klicke das jetzt an, jetzt will ich es wissen, weil es Ayuta ist. Sag mal, Run, ganz ehrlich. Bisschen viel macht dir momentan auch, ne, oder? Beim Hinweis, ich sollte mal speichern, kannst du doch kein Timeout geben. Das finde ich schwierig. Ich glaube, dir würden ein paar Liegestütze gut tun, Rekrut. Überspann den Bogen nicht. Wir sind im Bürgerkrieg, Toni. Jede deiner überschüssigen Speckröllchen hier kann den Tod eines Kameraden bedeuten. Also. Du Mieser! Oh oh. You were killed by an ugly dragon. Atelier war Bob. She evil is of the hardest creature. Oh dear, permission was no more. Quit. New game. Restore. Ich würde ja so gerne... Achso. Ach, deshalb sollte ich speichern. Das kann ich im Dialog nicht. Machen wir mal Restore. Und jetzt speichern wir mal eben. Und das war ein sehr hilfreicher Hinweis. So. Man kann in dem Spiel nicht sterben, das glaube ich nicht. Wie arbeitet es sich so unter meiner weisen Führung? Das war ein direkter Spoiler. Okay. Ein Spoiler. Das Delfinbecken müsste mal wieder geputzt werden, Rekrut. Bitte was? Ich hoffe doch, ich habe mich verhört. Aber Toni, ich bin immerhin der Anführer. Ich muss darauf achten, dass hier alles seinen geordneten Gang geht. Ich bin hier gestorben, ich bin ich kann dich re-gespawnt. Unmöglich bevorzugen. Das... So. Ich glaube, du hast Nummer 6. Tatsächlich, das müssen wir das mal kurz. So, ich will sie jetzt nochmal provozieren. Ich habe es hier... Zum Meeting trinke ich meinen Kaffee übrigens schwarz, Rekrut. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Janosch! Ich bin doch... Rekrut! Und nichts verschütten, Rekrut. Du schaufelst dir dein eigenes Grab. Ja? So. Egal, das ist es wert.
So, jetzt aber. Ich glaube, aber. Dir würden ein paar Liegestütze gut tun, Rekrut. Überspann den Bogen nicht. Wir sind im Bürgerkrieg, Toni. Jede deiner überschüssigen Speckröllchen hier kann den Tod eines Kameraden bedeuten. Ja gut, ich kann leider zwischendurch im Dialog nicht speichern. Oh oh. Jetzt? Der Bandy wirklich das Spiel? Ich wollte es ausprobieren. Ich kann mir das nicht vorstellen. Was synchronisiert er denn jetzt so lange? Nö, du weißt doch ganz genau, Mann. Deshalb finde ich das auch gerade ein bisschen albern. Finde ich echt total übertrieben gerade. Du weißt doch ganz genau, dass ich die anderen beiden jetzt ausprobiere. Das liegt doch auf der Hand, oder nicht? Das liegt doch komplett auf der Hand, dass ich die anderen beiden jetzt ausprobiere. Das ist doch sowas von klar, oder nicht? Dass ich die anderen beiden Sachen ausprobiere. Und? Ah, okay. Guck mal, jetzt... Ich gehe da mal vorher aus dem Dialog raus, und damit wir das nicht immer durchgehen müssen. Und speichere dann nochmal. Mal gucken, ob er sich das merkt, dass ich ihn das gefragt habe. Ja, das will ich jetzt auf jeden Fall wissen. So, ich muss los. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Anführen und so. Was denn? Keine Ich habe auch den vierten Teil, ja. Ich wollte mal was anderes probieren. Ich dachte, dann verschwindest du vielleicht schneller. Tja, nein. Hat nicht funktioniert, wa? Nope. Okay, speichern wir nochmal. Weiterspielen. Jetzt spreche ich sie nochmal an. Ich hoffe, dass er sich das gemerkt hat. Unter meiner weisen Führung. Die werden nicht gelöscht. Wer würde denn Spielstände löschen? Nein. Warum fängst du damit jetzt an? Wir sind im Bürgerkrieg, Toni. Jede deiner überschüssigen Speckröllchen hier kann den Tod eines Kameraden bedeuten. Du Mieser! Oh oh. Tim, du hast mich jetzt echt ein bisschen... Nein, bin ich mir nicht. Guck mal, wir sind aber schon weit hier, ne? So, jetzt fragen wir sie nochmal über die Delfine unten raus. Wie aber... So. Ich habe ein paar Fragen zu den Delfinen. Aber sehr geil gemacht. Nein, man kann sie nicht dazu abrichten, mit dir Karaoke zu singen. Okay, dann fällt die Idee schon mal flach. Aber... Ja, okay. Ich meine, gut, Restore ist der sichere Weg, ne? Würde ich einfach mal denken, ne? Warum sind die Torpedodelfine so klein? Das sind nicht die Torpedodelfine, du Torfkopf. Das sind die Torpedos. Das ist ihr Nachwuchs. Delfinbabys? Oh, wie süß. Ja. Genau. Was war das? Was war was? Dein Blick. Du hattest wieder diesen Blick. Welchen Hatte ich Blick? Gar nicht. Weg von dem Becken. Schon gut. Alles klar. Ja, die hatten wir ja verkauft, aber können Sie ja nochmal fragen. Wo sind denn Ihre Torpedos? Das wäre es, nicht ja. Nicht da, wo du denkst. Top. Ein Glück. Janosch hat die Torpedo-Ausrüstung verkauft, um Pizza das bestellen zu können. Super, wäre das. Im Ernst, jetzt? Pizza? Nein, es ist nichts mehr übrig. Verdammt. Ja, zu schön. Wie kommst du dazu, Delfine zu trainieren? Ich habe ihnen erzählt, dass ich mit einem durchgedrehten Pavian zusammen gewohnt habe. Das hat scheinbar ausgereicht. Na, sehr nett. Ich brauche die Hilfe der Delfine für meine Jagd. Kommt ja gar nicht in Frage. Toni, bitte. Das ist jetzt wichtig. Er hat recht, 26. Rufus braucht die Delfine dringender als wir.
Na gut, ach, so aber einfach momentan ist das? Wirst du nicht viel Freude an ihnen haben. Ja, sie sind sie schon den ganzen Tag sehr deprimiert. Ach, die bekomme ich schon aufgeheitert. Immerhin bin ich auch ein großer Entertainer. Oh, seht mich an. Ich bin Toni. Meine Hobbys sind meckern, schreien und Delfine trainieren. Ach ja, ich kann es noch vom Original nicht zu unterscheiden. Vielleicht würde es sie aufmuntern, wenn du einen langsamen Erstickungstod stirbst. Sie lieben physische Komik. Ja. Ich weiß. Ich glaube, wir sollten das Thema wechseln. Von dem ganzen Gerede bekomme ich langsam Hunger auf Thunfisch. Ja, und mein Magengeschwür meldet sich auch gerade wieder. Okay, wir müssen mal los. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Anführen und so. Was denn? Keine zynische Lust? Ich habe mich auch überrascht. Ich wollte mal was anderes probieren. Ach so, okay, das habe ich dachte, dann verschwindest du vielleicht schneller. Ja, hat funktioniert, wa? Nope. Den klicken wir jetzt noch nicht an. Ich hätte Angst, dass er... Ach nee, da wollen wir gar nicht hin. Wir gehen raus. Dass er spoilert. Ach ja, Moment. Da können wir... Tank. Wir hätten hier... Kanister. Das Dieselöl ist... Der ist alle. Okay. Was hat er gesagt? Wenn der Wind dreht... Okay, egal. Wir gehen jetzt erstmal zum... Wir wollen mal kurz gucken, ob wir hier irgendwas jetzt weitermachen können. Können den Reifenberg. Der brennende Reifen ist sowas wie mein Wappentier. Fehlen nur noch die Vampirzähne. Können wir da wieder einen von nehmen? Autsch! Ach, so gut, wird das nicht. Wir haben ja auch einen. Der Organon hat offenbar die ganze Stadt abgeriegelt. Ich würde das ja als Herausforderung werten. Leider habe ich im Moment andere Sorgen. Wie kommen Glück denn, gehabt, Organon. Wie kommen wir denn darüber? Gar nicht erstmal. Hier gibt's, hast du halt neue Bananen mittlerweile? Nee. Gut, aber wie gesagt, er wusste, dass wir ihm die wegnehmen. Dann hauen wir hier erstmal ab. Gehen zum Kutter. Und dann hier wird hier weiter rumgekuttert. So, wir müssen zum Schwimmschwarzmarkt. Pitti, schönen guten Abend, Blackout Pit. Deine Reifen erinnern dich immer an die Simpsons? Oh! Das ist heute nicht Ihr Glückstag, Seagull. Meine Leute haben jeden einzelnen Müllhaufen durchwühlt. Stimmt, aber von dem Mädchen so fehlt jede Spur. Sie war hier. Warum sollte ich sie anrufen? Das weiß ich nicht. Vielleicht leiden Sie unter derselben Selbstüberschätzung wie Ihr Sohn. Rufus ist nicht mein Sohn. Von mir aus machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Aber wir hatten einen Deal. Sie wollten einen Hinweis... Und den habe ich ihm gegeben. Was kann ich dafür, wenn Ihre Leute unfähig sind? Sie verschwenden meine Zeit. Wow. Ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand meine Zeit verschwendet. Hey du, geht das auch ein bisschen leiser? Du verscheuchst die Fische. Hallo? Entschuldigung, wird nicht wieder vorkommen. Ich will jeden Winkel dieses Schrotthaufens noch einmal durchsucht haben und verriegelt alle Zugänge zum Hafen. Wenn auch nur eine Ratte hier raus will, will ich das wissen. Es ist nicht gut. Wir wollen ja gerade rein. Oh, dahin wird schon scharf geschossen. Oh, verdammt. Na gut, wir wollen ja sowieso nur in den Laden. Das waren Argus und seine Spürhunde. Der Organon ist uns also bereits auf den Fersen. Stimmt. Er hat recht. Wir müssen vorsichtig sein. Müssen wir auch. Tja, hier waren wir eigentlich schon mal. Aber nichtsdestotrotz gibt es hier jetzt in dieser veränderten Stimmung eines meiner Lieblingsrätsel. Und zwar ist es, den Angler in einem kleinen Kopfkampf zu schlagen. Und zwar, wer hat die meiste Geduld? Das halte ich nach wie vor für einen sehr großen Einfall, weil dann tatsächlich irgendwie die Lösung halt eigentlich relativ offensichtlich ist und man dann nur gegen ein paar Widerstände ankämpfen muss. Obwohl sie auch ein bisschen out of the box ist. Also es ist schon ein bisschen out of the box, was ihr da machen müsst. Gefällt mir sehr gut. Die Lichtstimmung übrigens, die habe ich tatsächlich als Referenz selber erzeugt aus dem alten Screen, den Micha gemalt hatte. Habe dann an ein paar Photoshop-Reglern hin und her gezogen und für die Laternen halt einfach die entsprechenden Bereiche, die hell sein sollten, einfach wieder rausradiert mit einem weichen Pinsel. Das dann schon so aussah, als wäre es dann besonders hell da an den Stellen. Und das war wirklich nur zur Anschauung gedacht und nicht so, dass es nachher ins Spiel kommen müsste. Aber das hat denen dann so gut gefallen, dass das meiste davon tatsächlich auch übernommen wurde. Dass mich ja das gar nicht mehr großartig verändert hat, was ich da angelegt hatte. So kann es auch manchmal gehen.
Vielleicht schlummert ja doch noch ein Grafiker in mir. Ja, weiß ich, Elipa. Nur der eben, wir hatten, das war ja jetzt nicht der erste Entwickler-Kommentar des Abends. Deshalb bin ich irritiert, dass das jetzt plötzlich gerade nicht geht. Weiterspielen. Und jetzt nochmal in die Einstellung. Entwickler-Kommentar. Weiterspielen. Das fand ich halt ein bisschen komisch, ne? Weil es erst ging und dann nicht. Er gibt sein Bestes, um entspannt zu wirken. Aber mein geübtes Auge durchschaut diese Scharade. Na du? Und Onkel, mach, falls du noch da bist, ich wünsche dir was. Das soll mal meine Sorge sein. Danke fürs Anschauen. Ich habe keine Angst vor dem Organon. Schön für dich, aber freu dich bitte woanders. Mit deinem Lärm verscheust du die Fische. Tu mal nicht so. Du hast auch Angst vor dem Organon. Okay so? Verschwinde endlich. Ich dachte, du hättest keine Angst. Hab ich ja auch nicht. Oder bin ich zu leise? Oder spielst du laut? Oder das passt, ne? So hätte ihr schon was gesagt, ne? Und dass der schwimmende, Schwarzmarkt angegriffen wird, stört dich also gar nicht? Nicht die Bohne. Der Einzige, der mich hier stört, bist du. Ja, ja. Wenn du keine Angst hast, warum angelst du da nicht weiter? Okay, warum wohl? Du zitterst am ganzen Körper. Deine Hände sind schwitzig. Wie das halt so ist, wenn man Angst hat. Falsch. Du bist das Problem. Immer wenn du in der Nähe bist, fange ich nur Stiefel. Also zieh Leine. Könntest du einen Stiefel für mich fangen? Willst du mich beleidigen? Wenn sich das herumspricht, könnte ich aus dem Anglerverband fliegen. Ist das gerade deine einzige Sorge? Der Anglerverband? Nein, du bist ja auch noch da. Übrigens, kleiner Hinweis, der Onkel DDE streamt das häufig oder immer am Samstag, 15, 16 Uhr. Es wechselt, glaube ich, so ein bisschen. Müsst ihr mal ein bisschen beobachten. Onkel-DDE, der ist... ein Ticken weiter als ich jetzt. Ich weiß nicht, wie viel weiter, aber ein bisschen. Ah, die Bananen hat er noch nicht da erledigt. Aber dann wird er beide gucken, ne? Nicht nur einen. So. Du kannst das gar nicht, oder? Nicht so lange du hier stehst. Mal ein bisschen hier. Ein Stiefel wäre vielleicht nicht schlecht. Du verschwendest deine Zeit. Ein Angler lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. So, so. Das ist ein freies Land. Ich kann stehen, wo ich will. Nicht auf meinem Kai. Ich sehe kein Schild. Ach, wenn du noch eine Pupille brauchst, sag Bescheid. Du kannst dir jederzeit einen Angelhaken ins Auge bekommen. Ich guck dich gerne. Wenn ich es denn mal hinkriege am Samstag, ne? So. Komm schon. Ich bin auch ganz ruhig. Selbst wenn ich dir das glauben würde, obwohl du ständig das Gegenteil beweist, du bringst immer noch Pech. Solange du hier stehst, fange ich nur Stiefel. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich die Geduld verliere? Ja, bring mich nicht zum Lachen, du Zappel-Philipp. Ich bin Angler. Ich habe mal einen Zauberwürfel gelöst, indem ich gewartet habe, bis alle Farben verblichen sind. War das eine Herausforderung? Nein, wie geil. Das war eine Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation. Haha, da bist du an den Falschen geraten. Ich habe noch niemals aufgegeben. Das werden wir ja sehen. Bevor ich die Geduld verliere, sind deine Füße abgefault. Ich sag doch, niemand kann es mit der Geduld eines Anglers aufnehmen. Ich muss jetzt hier echt warten, ohne ihn anzuklicken? Warte mal. Na du? Verschwinde, ich will endlich weiter angeln. Ach komm schon. Angel mir einen Stiefel. Vergiss es. Ich bin Angler. Ich angle Fische. Jede Art von Fisch? Natürlich. Große, kleine. Welche mit Schnürsenkeln? Vergiss es. Mist. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich die Geduld verliere? Bring mich nicht zum Lachen, du Zappel-Philipp. Ich bin Angler. Ich hab mal einen Zauber... War das eine Herausforderung? Nein. Ich bin den Zauberwürfel. Das war eine Da bist du an. Ich habe noch niemals aufgegeben. Das werden wir ja sehen. Bevor ich die Geduld verliere, sind deine Füße abgefault. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so richtig Let's Play-tauglich, ne? Wir müssen jetzt hier echt warten. Muss das wirklich sein, Rufus? Halt dich da raus. Das hier ist wichtig. Oh, Himmel. Wir müssen jetzt wirklich warten, bis er die Geduld verliert?
der gewartet hat, dass ein Zauberwürfel fällt. Komm schon, Rufus. Mir ist kalt. Niemals. Pool? Ich bin ja schon ganz froh, dass Goal zwischendurch mal was sagt. Weil sonst wäre ich jetzt stark verunsichert. Bitte, Rufus. Ich friere. Lass uns gehen. Ich gehe hier nicht weg. Die Mädchen ist kalt. Netter Versuch, Kumpel. Welkweil ist geil, ist following you. Wie geil. Oh, dankeschön. Was hast du im Inventar? Rufus, ich möchte mich jetzt nicht davon ablenken. Ein klabauter Mann, jetzt erlöse das Mädchen doch endlich. Sie trägt ja nur einen Pyjama. Heul doch. Er wird schon nervös. Ich öffne jetzt auch nicht das Inventar. Ich bleib da jetzt einfach stehen. Bis er mir diesen Stiefel gibt. Was können wir mit ihm überhaupt machen? Bitte! Okay, okay. Ich geb auf. Ich kann mir das nicht länger mit ansehen. Hier hast du deinen blöden Stiefel. Ich hoffe, das war es wert. Das war es wert. Siehst du, Goal? Ich habe gewonnen. Ein kaputter Stiefel. Da staunst du, was? Mein Held. Sie kriegt eine Lungenentzündung. So, was habe ich denn da? Wir haben diesen tollen Schuh. Zugegeben. Es ist Schrott, aber auch nicht mehr als der Rest, den ich mit mir rumschleppe. Okay, jetzt gehen wir hier in den Laden rein.